Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Longest Journey mit dem Echo Climber. Wir sind das letzte Mal, durch diese Katakomben hier gekommen irgendwie und sind jetzt hier. Ach, da unten ist ja unser Freund schon. Okay, der... die kennen wir ja. Auf die habe ich keinen Bock. Oh, scheiße. Sag bloß, die gehen auf Patrouille da. Dann haben wir ein dickes Problem, haben wir dann. Ich würde hier gerne runter... Oh Gott, ich habe ein scheiß Gefühl, Leute. Und ich muss mich hier erst wieder ein bisschen zurechtfinden mit der Steuerung und so. Was? Der kommt hier hoch? Dann nehmen wir mal den anderen Weg nach unten. Das war aber scheiße, war das. So. Hübsch, hübsch. Und da oben ist der andere. Den müssen wir doch irgendwie, können wir hier... Hier können wir nicht rein. Wir sind jetzt gleich tot, wisst ihr das? Oh, fuck, die... Oh, fuck, 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 hoch mit dir. Hoch mit dir, April. Schaff deinen Hintern da hoch. Schnell, schnell, schnell. Okay, wir müssen jetzt immer hier schön im Kreis laufen und mal gucken, wo ist denn... Da unten gibt es noch ein paar Wege, die wir gehen können. Kommen wir hier rein? Da ist nichts, okay. Naja, solange der Typ nur im Kreis rennt, können wir ja... Oh. Scheiße! April, erschreckt mich nicht so! Mann, ey, da ist man gerade so schön im Quaken und dann auf einmal passiert sowas hier. Naja, hat den Vorteil, der Typ kommt uns hier nimmer hinterher. Ne, da guckst du. Da guckst du. Jo, guck mal schön weiter. So. Meine Herren, ey, die sollten hier unbedingt mal die Treppen reparieren gehen und so. Boah, ey. So, Quizfrage, wie geht's hier weiter? Hier irgendwas, wo man runter könnte? Ah, hier ist was. Klettern? Oh mein Gott. Ah ja. Okay. Ich habe so das komische Gefühl, dass unser Freund hier... Ja, so ungefähr fühle ich mich gerade auch. Hallöle. Hört er uns? Hört er uns? Bitte lassen uns nicht hören. Toll. Moment, der Typ ist danach da hinten hin. Ich schleich mich mal an den ran. Vielleicht kann man ja hinterrücks einfach so, nee, Leute. Ich bin nicht lebensmüde. Erstmal speichern. So, und jetzt schleichen wir uns von hinten ran. Nee. Mit dem machen wir nichts. Oh, oh. Hat er uns gehört? Hat er uns gehört? Ich sehe gerade nichts. Oh. Ja. Okay. Also am besten nicht zu laut sein. So, dann machen wir einfach mal diesen hier. Haben wir denn hier irgendeinen tollen Gang übersehen? Wahrscheinlich geht es hier irgendwie mit der komischen Truhe weiter und ich habe es nur verpennt. Nein, hier geht's weiter. Ach, okay. Upsi, wo sind wir jetzt gelandet? Bei der Balance. Was ist das für ein Ort? Ich würde es auch ganz gerne wissen. Naja gut, andererseits, vielleicht will ich es auch nicht wissen. Es ist wie eine Million Stimmen. Oder Träume. Gefangen. Gelagert. Könnte das sein, dass es das Innere des Chor ist? Des Dream Chor? Oh. Was ist
ist geschehen? Was habe ich getan? Ja, du bringst es immer in Schwierigkeiten, April, falls du es schon gemerkt hast. Jetzt haben wir ein Problem hier, und zwar ein ganz dickes. Naja, ich glaube, jetzt sind wir bei einem anderen Problem gleich. Je nachdem, bei wem wir jetzt hier landen. Ja, wir haben wieder ganz dicke Probleme. Wir müssen bald durch die Testphase, wenn wir hoffen wollen, genug Daten dafür sammeln zu können. Die eingeschränkten Versuche haben interessante Resultate hervorgebracht. Doch ein paar hundert Subjekte werden das System nicht genau erfassen können. Ich verstehe. Und Sie glauben, dass Dreamcore wird in der Lage sein, das zu bewältigen? Sie muss, Madam. Es ist keine Frage, dass ein Ghana... Ups. Was war das? Ich bin nicht... warten Sie. Eine plötzliche Energiewelle brandete durch das Dreamnet. Ich weiß nicht, ob sie vom Kern oder von einer externen Quelle ausging. Der Dreamcore-Raum wird abgeriegelt. Sie müssen von hier verschwinden oder sie werden so lange eingesperrt sein, bis die Anlage und das Dreamnet durchgecheckt wurden. Das könnte die ganze Nacht dauern. Aber... Wir müssen sie hier herausbringen, Mrs. Gilmore. Jetzt, sofort. Sie beide bleiben hier. Ich wünsche ein volles Update, sobald das Lockdown aufgehoben wurde. Jawohl, Madam. Hinweis. In Kürze wird ein Lockdown stattfinden. Oha. Die Security, dann machen wir mal, dass wir hier wegkommen. Gerufen, um Einrichtungen vollständig zu überprüfen. Das ist gar nicht der gut. Der Lockdown wird in T-60 Sekunden ausgelöst. Dann machen wir mal, dass wir rauskommen. Bitte verlassen Sie den Kernraum. Machen wir doch. So. Dann einmal unter die Dusche. Dusche? Dusche? Danke. So. Okay. Der Kernraum wechselt in den Lockdown-Status. Oh, scheiße. Bitte treten Sie von allen Eingängen zurück. Dies ist die letzte Warnung. Scheiße, wo waren das? Wo waren das? Der Kern steht unter Lockdown. Bitte begeben Sie sich zum nächsten Lift, um das Gebäude zu verlassen. Ja, ich würde ich gerne. Oh Mann, ey, sag mal, wir sind hier... Der Lockdown ist aktiv. Sämtliches nicht essentielle Personal muss den Kern sofort räumen. Oh, scheiße. Alright, bitte Jungs, begeben Sie sich zum nächsten Lift. Oh, scheiße, jetzt sind wir geliefert, Leute. Sie beide gehen in diese Richtung. Jegliches nicht essentielle Personal muss sich zum nächsten Lift begeben und sich bei der ihm zugewiesenen Security-Station melden. Oh, verdammter Mist. Wo waren unser... Wir müssen in den... Oh, wo waren der volle Ausgang? Scheiße, scheiße. Ich kenne mich hier nicht mehr aus. So, können wir uns hier verstecken? Funktioniert das? Ne, bringt nichts. Bringt alles nichts. Wir müssen wieder zu der ollen Tür dahin. Scheiße, oh Scheiße. Ey, wo waren die? Das sieht gut aus. Gehst du rein, das Büro checken? Ich sichere dich. Okay. Oh, verdammter Mist, verdammter. Da ist der Dreamcore, der bringt uns nichts. Moment, da war das Panel. Wir laufen den anderen jetzt hinterher. Oh Scheiße. Den habe ich nicht gesehen. So weit dazu. Ach je. Ja, wir sterben hier noch ein paar Mal, so wie es ausschaut. Der Lockdown wird in T-60 Sekunden ausgelöst. Bitte verlassen Sie den Kernraum. So, jetzt müssen wir irgendwie... Ja, komm, jetzt mach mal hinne. So, komm. Luftaustausch ist gemacht. Jetzt lass uns raus, lass uns raus, lass uns raus. Danke. Der Kernraum wechselt in den Lockdown-Status. Bitte treten Sie von allen Eingängen zurück. Dies ist die letzte Warnung. Jetzt guck mal, ob man in der Richtung... Der Kern steht unter Lockdown. Ja, ich weiß, ich weiß. Bitte begeben Sie sich zum nächsten Lift, um das Gebäude zu verlassen. Da ist auch nichts. Der Lockdown ist aktiv. Sämtliches nicht essentielle Personal muss den Kern sofort räumen. Na, klasse, das haben wir alles schon gesehen. Alright, Jungs. Bitte begeben Sie sich zum nächsten... Ja, komm. Jetzt lass mich mal... Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir in der Richtung irgendwas finden. Sie beide gehen in diese Richtung.
Und Sie kommen mit mir. Jegliches nicht essentielle Personal muss sich zum nächsten Lift begeben und sich bei der ihm zugewiesenen Security-Station melden. So. Was? Was? Kinders, das ist uncool. Das ist sowas von uncool. Na. Das war jetzt aber uncool. Scheiße. Ach Gott, lauf mal den direkten die Arme. Na, das war toll. Der Lockdown wird in T-60 okay. Sekunden ausgelöst. Okay, nehmen wir jetzt nochmal den anderen Bitte Weg. Bitte verlassen Sie den Kernraum. Nehmen wir jetzt nochmal den anderen Weg. Demo muss doch die olle Tür sein, durch die wir gekommen sind. Das muss doch unser Kumpel hier soweit gesehen haben. Der Kernraum wechselt in den Lockdown. Ja, komm, jetzt quark nicht so viel. Hier war nichts, okay. So, irgendwo hier war doch die Tür. Der Kern steht unter Lockdown. Bitte begeben Sie sich zum nächsten Lift, um das Gebäude zu verlassen. Ja, ist gut. So. Das war nur einer der davon. Der Lockdown ist aktiv. Hilfe. Sämtliches nicht essentielle Personal muss den Kern sofort räumen. So, da sind sie. Bitte begeben Sie sich zum nächsten Lift. Moment. Ich möchte hier... Zoe? Zoe, lass mich hier mal raus. Lass mich hier raus. Ich kann nichts mehr machen. Super. Ich liebe das. Wieso hängen wir hier ständig irgendwo fest? Der Lockdown wird in T-60 Sekunden. Okay, aber ich glaube, ich weiß, wo wir so grob hin müssen. Ich glaube, da links war mal gar nicht so verkehrt. Da war nämlich da hinten rot. Ich meine, ich riskiere es jetzt einfach nochmal, dass wir hier sterben. Der Kernraum wechselt. Ja, komm, lass uns jetzt mal laufen. Wir nehmen jetzt einfach diese Richtung hier. Und laufen jetzt mal so weit, wie wir kommen. Der Kern steht unter Lockdown. Bitte begeben Sie sich zum nächsten Lift, um das Gebäude zu verlassen. Zoe, du könntest einen Schritt schneller sein. Das wäre echt der praktisch. Der Lockdown ist aktiv. Sämtliches nicht essentielle Personal muss den Kern sofort räumen. So, da hinten ist doch meine Tür. Alright, bitte begeben Sie sich zum nächsten Lift. So, da sind sie wieder, unsere vier Spezialisten. Hörje. Und sie gehen wir, Leute. Na, können die nicht die ollen Spinnen schicken? Die sind wenigstens so blöd, dass man sich vor denen noch verstecken kann. Oh, na das ging ja fix. Okay, aber dann weiß ich, wo wir da hin müssen. Das da vorne war unsere Tür. Ich glaube, so verkehrt sind wir hier nicht. T-60 Sekunden ausgelöst. Bitte verlassen Sie. Tja, jetzt schwall mal nicht so viel. Ich glaube, wenn wir hier mal raus sind, speichere ich nochmal. Nein, nicht laden, sondern speichern. Weil mir geht die Latscherei hier langsam auf den Keks. Der Kernraum wechselt in... Ja, in den Lockdown-Zustand. Das haben wir alles schon gehabt. So, jetzt hoffen wir mal, dass jetzt die Versteckerei hier funktioniert. Der Kern steht unter Lockdown. Bitte begeben Sie sich zum nächsten Lift, um das Gebäude zu verlassen. So, noch einmal um die Kurve. Der Lockdown ist aktiv. Sämtliches nicht essentielle Personal muss den Kern sofort räumen. So. Bitte begeben Sie sich zum nächsten Lift. Ja. Komm, jetzt machen wir halblang hier. Jo. So, ihr teilt euch auf. Sie beide. Jegliches nicht essentielle Personal muss sich zum nächsten Lift begeben. Und sich bei der ihm zugewiesenen Security-Station melden. Lass mit ihm. Sehen Sie in diesem Büro nach. Jawohl, Sir. Laufen. Kuh! Okay. Gut. Der Plan war, diesen Weg zurückzugehen. Aber ich denke, dass sich der Plan geändert hat. Ja, das denke ich inzwischen auch. So, dann nehmen wir mal den Lift hier. Oh Gott, zum Glück, wir haben es geschafft. Das glaubt uns doch kein Mensch hier.
Oh, schöner Hintergrund. So, ich bin jetzt erstmal auf Adrenalin, Leute. Meine Herren, war das heftig. Oh, oh. Jetzt sind wir Schweizer Käse. Oh, okay. Suche April. Rette April. Ja, ist ja alles schön und gut. Das habe ich. Ich habe sie gefunden. Aber was willst du? Was soll ich tun? Man muss sie nicht retten. Rette mich. Dich? Aber erstmal danke, dass du uns vor den Typen da gerettet hast. Oh mein Gott. So, wo sind wir denn jetzt wieder gelandet? Boah. So, gut. Soweit, so einfach. Morpheus. Was ist Morpheus? Und warum ist hier alles so komisch grün? Ich glaube, hier will ich nicht sein. Hübsch ist es, abgesehen von dem komischen grünen Nebel. Ich habe irgendwie Angst, dass es irgendwas Giftiges sein könnte. Naja, hier werden sie uns wenigstens nicht so schnell finden. Hoffe ich. So, was haben wir hier denn? Generatoren. Ist echt hübsch hier, muss man mal so sagen. So, ja, jetzt hier einmal drum rumlaufen. Was ist das? Die Blumen sind wunderschön. Ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das alles nicht so ganz real ist. Alles ist zu bunt. Was haben wir denn hier? Bist du Morpheus? Was bist du denn für einer? Was? Halt! Halt! Komm nicht näher. Wie kamst du her? Wer bist du? Du darfst hier nicht sein. Dieses Stockwerk ist Sperrgebiet. Verschwinde. Sofort. Angriff ist die beste Verteidigung. Nee, ich bin mal neugierig. Wir treiben einfach mal unsere Neugierde hier ein bisschen raus und schauen mal, wo uns das hinbringt. Was ist das hier für ein Ort? Ich sagte, verschwinde auf der Stelle. Warte. Warte. Ich kenne dich. Was? Du bist dieses Mädchen, die aus Casablanca. Diejenige, die mit dem schrecklichen Reporter zusammen war. Woher kennt der uns? Ich könnte ihm irgend so gut sagen, er weiß, wer ich bin. Okay. Komm, ich glaube, das ungute Gefühl, diese Lösung hier wird uns nicht weiterbringen. Der weiß etwas, weil der wahrscheinlich landet hier alles, was aus dem Dreamcore rausgezogen wird. Könnte ich mir vorstellen, aber er könnte auch wissen, wo der Reza ist. Mal gucken. Reporter? Du meinst Reza? Wo ist er? Nein, nicht. Komm nicht näher. Ich warne dich. Warum hast du solche Angst? Der Sicherheitsdienst wird in ein paar Sekunden hier sein. Und warum sind sie nicht schon längst hier? Kennen sie diesen Ort überhaupt? Ich glaube, du blöffst. Ich denke, es kommt überhaupt niemand und du bist ganz allein hier. Die Sicherheitssysteme werden durch die Stasis beeinträchtigt, richtig? Deshalb sahst du mich nicht kommen. Oder vielleicht ist es nicht die Stasis. Vielleicht hat das kleine Mädchen was damit zu tun. Schließlich schickte sie mich hier hoch. Warum sollte sie das tun? Wer bist du? Welches kleine Mädchen? Arbeitest du mit ihr zusammen? Was machst du mit mir? Du nimmst mir meine Sinne weg. Tja, ich glaube, das Gespräch hier dürfte noch wichtig werden. Aber wir werden das in der nächsten Folge weiterführen. Ich bin äußerst gespannt, wohin das führen wird, weil ich ja auch die Stellen hier jetzt überhaupt nicht mehr kenne. Es ist ja inzwischen wieder blind für mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!